Heute bin ich mal in meinem Schlafzimmer, weil ich für alle die, die wirklich vielleicht bis jetzt gedacht haben, wenn sie meine Videos gesehen haben, dass bei mir mal alles sauber ist oder ordentlich ist, mal zeigen wollte, dass mein Schlafzimmer definitiv nicht so aussieht. Und ja, irgendwie ich das in den letzten Tagen, bis Wochenende, weil wir weggefahren waren, etwas vernachlässigt habe und dann habe ich sich ganz schnell Zeug, Krempel und keine Ahnung was ansammelt und deswegen wollte ich einfach mit euch jetzt mal einen schnellen Rundumschlag machen, um auch ein bisschen chaotischere Räume oder gerade das Schlafzimmer wieder in Ordnung zu bringen. Also ich mache mal einen ganz kurze Rundtour. Moment, also ne, unser Bett, also es ist noch halb, das sind noch alte Decken, die weg müssen, weil es einfach ein bisschen warm geworden ist, wenn es scharf wird. Na, hinten noch Wäsche und mein Koffer, den ich noch nicht mehr weggeräumt habe. Hier hängen auch noch Klamotten. Dann habe ich hier einen Wäscheberg. Meine Kosmetik-Ecke würde ich nur mal ganz kurz drüber zoomen. Es sieht nämlich verheerend aus. Hier hängen noch das. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Mein Handtuch vom letzten Duschen und hier auch noch alles Mögliche an Klamotten. Und das mache ich jetzt Schritt für Schritt sauber und wollte euch einfach mal sozusagen mitnehmen, wenn ich scharf werde. Ich fange jetzt erstmal mit dem Bett an. Wenn das Bett ordentlich ist, ist alles ein bisschen ordentlicher. Oh, das habe ich doch noch im Auge, Entschuldigung. Ja, also das Bett versuche ich nur ein bisschen gerade zu rücken und die Winterdecke kommt jetzt auch. So, also das Bett ist gemacht. Das ist zwar noch nicht 100% perfekt, aber ich werde am Wochenende wieder die Betten umbeziehen. Deswegen, es sieht erstmal beruhigender aus und mir geht's besser. Und ich finde mein Schlafzimmer schon wieder schöner und deswegen kommen jetzt die blöden Sachen dran. Und als nächstes ist dran, alles an Klamotten, was zum Waschen ist, in den Korb schmeißen und ab in die Wäsche. Also erstmal in meinen kleinen Waschecke packen. So, hier mache ich später erstmal alles aufsammeln. Und die Sachen, die ich nicht angezogen habe, die noch im Koffer sind, müssen in den Schrank zurück. Ich mache das heute oft. Und, egal. Ja, also deswegen Sachen weg. Und ich glaube, ich habe in dem Korb dort hinten auch noch frisch gewaschene Sachen gefunden, die ich noch kurz bevor wir weggefahren sind, gewaschen hatte, aber nicht mehr weggeräumt habe. Ja, also alles, was Wäsche ist, muss jetzt irgendwo hin, wo Platz ist. Und wo es hingehört vor allen Dingen. Nicht wo Platz ist, wo es hingehört. Platz haben sie ja jetzt gerade irgendwo. Bis gleich. So, also alle Klamotten weg oder da, wo sie hingehören. Und jetzt werden alle anderen Dinge, die noch so hier rumliegen und auch aus dem Koffer sozusagen sind, weggeräumt. Und nebenbei gehe ich gleich mit meinem Swiffer, also mit dem Staublappen, nochmal über so die Flächen, die noch so frei sind. Und ja, ich habe hier ein paar Bodylotion, Krankenmedikamente, weil ich noch krank gewesen bin. Das kommt jetzt alles erstmal wieder dahin, wo es hingehört. Und ich werde jetzt in diesem Zuge auch den grauen nachrücken, was mein Schminktisch ist. Ja, ich mache das jetzt. Kann ein bisschen länger dauern, aber auch das Klamotten wegräumen war eigentlich einfacher als gedacht, weil ich nebenbei gleich telefoniert habe. Das merkt man gar nicht und man schafft gleich noch mehrere Dinge auf einmal. Ansonsten macht euch Musik dazu an oder ein Hörbuch und los geht's. So, auch das geschafft und es ging überraschend viel schneller als gedacht. Also ich kann mal hier so, guck, guck, guck. Weggeräumt, alles. Koffer sind leer, die Koffer sind weggeräumt. Wie gesagt, hier mein ganzes Badzeug ist weg. Ich habe nebenbei, wie gesagt, immer mit meinem Staubbeutel drüber und das sieht wieder soweit vorzeigbar aus. Nicht, dass man ständig Leute in seinem Schlafzimmer hat, aber letztens war es wirklich so. Tatsache. Denn wir hatten einfach was auf der anderen Straßenseite jemanden zeigen wollen. Und dann, ja, kam halt die spontane Idee, gucken wir doch hier von aus. Und dann kam gleich, macht ihr immer euer Bett? Habe ich mich ein bisschen gefreut. Aber egal. Aufräumen. Und zwar ja, ist jetzt soweit alles. Wie gesagt, das ist nicht tiefenrein. Das kommt noch, wenn ich meinen regelmäßigen Putzrhythmus dann wieder habe. Ich habe meinen Putzplan ein bisschen umgestellt im Vergleich zu dem, was ich vorher gezeigt habe in der alten Wohnung. Vielleicht mache ich da noch was. Und ja, wer sich wundert, wir haben tatsächlich noch einen Röhrenfernseher. Aber er läuft. Und ab und zu. Schlafzimmer ist das voll okay und reicht auch.
Jetzt wird nur noch ein bisschen Staub gesaugt und dann bin ich fertig. Und dann geht's auf die Couch. Gut, also greift an, macht sauber, macht Ordnung und es geht wirklich, wirklich schneller als gedacht. Natürlich ist es einfach, wenn man Sachen wegräumt, wie hier in der Schminkecke, wenn man genau weiß, wo die hinkommen und man nicht bei jedem Teil überlegt, wo kann ich das hinräumen, habe ich Platz dafür, sondern genau weiß, das kommt dorthin. Oder ich weiß, wo ich meine Medizin habe und dort schmeiße ich jetzt einfach die Aspirin wieder hin und solche Sachen. Deswegen, ja, aber machen. Loslegen. So, jetzt hier nur ganz kurz, wie das Endprodukt sozusagen aussieht. Alles wieder ein bisschen ordentlicher. Und vielleicht noch als ganz kleinen Tipp zum Schluss. Ich habe hier, das ist keine Wäscheleine, sondern das ist ein Handtuchhalter. Den habe ich übergenommen, um hier meine Jeans zu sammeln, die ich zwar mal anhatte, aber nochmal anziehen würde. Und die hänge ich mir einfach hier hin und dann, ja, packe ich die nicht nur wieder zurück in den Schrank. Und dann habe ich mir hier einfach ein kleines, ja, Behältnis hingetan, wo ich die Sachen, die ich dann in Hosentaschen habe, immer reinschmeißen kann. Und dann kann ich das einfach umladen, weil sonst würden die ja rausfliegen, wenn ich die hinhänge. Ja, das soll es gewesen sein.